Moin Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wer mich nicht kennt, ich bin der Mangu. Herzlich willkommen. Und heute geht es mal wieder um die XR700, die hier wunderbar verpackt ist. Denn das Wetter ist in letzter Zeit ziemlich scheiße. Aber nichtsdestotrotz ist mir eine ziemlich geile Idee gekommen. Und zwar habe ich mir gedacht, wir packen da mal einen anderen Pott dran. Nicht den, den ihr jetzt schon kennt, sondern nämlich dieses Schmuckstück hier. Das ist nämlich der Wish-Auspuff, den der Niklas sich bestellt hat. Irgendwann mal für seine F900. Junge! Der passt einfach nicht. Und die werden wir versuchen, mal jetzt an die XSR700 dran zu basteln. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin gespannt. Der hat sogar einen DB-Killer. WTF. Ja, ich würde sagen, let's go. So Leute, wie man unschwer erkennen kann, ist der Shark SRC4 noch drauf. Immer noch unglaublich zufrieden damit. Ja, der DB-Killer-Test, der kommt noch. Aber heute wird der Wish Acra dran gepackt. Und dann checken wir mal ab, wie das Ganze klingt. Ach, das ging auf jeden Fall schnell. Warum sitzt der so fest, Alter? Oh, shit. Boah, Junge. Wir versuchen es mit Gefühl. So ein verdammter Krampf hier. Der Scheiß jetzt so fest, Alter. Ah ja, come on. Endlich, Alter. Digga, war das ein Kampf, Junge. Ja, die Schraube ist auf jeden Fall hin. Ja, tja, am Arsch. Die Schraube ist auf jeden Fall durch. Ich würde sagen, wir müssen das auch gar nicht so ordentlich machen hier mit der Schelle und so. Das ist alles unnötiger Bullshit. Das Einzige, was ich will, ist, passt der an das Rohr. So, dann wollen wir mal schauen. Und es passt nicht. Shit, Digga. Ja, dann würde ich sagen, ist das Fail Nummer 2. Schaut mal. Ich glaube, ich habe den Auspuff geschliffen. Warte, seht ihr das? Ich glaube, ich habe echt den Auspuff geschliffen. WTF. Der Acra, tja, der passt da leider nicht dran. Also, miese Sache auf jeden Fall. Das wird es aber trotzdem machen, damit wir heute mal nicht leer ausgehen. Ist, wir machen mal die Karre an, ohne Pott. Let's go. Ich würde die eigentlich am liebsten auch gerne ein bisschen warm laufen lassen, um zu schauen, ob die Flammen wirft. Aber mal gucken, wie laut das Ganze jetzt wird. Weil wenn das jetzt brutal laut wird, ich will meine Nachbarn jetzt auch nicht komplett rapen, so. Holy shit! Junge, könnt ihr mich überhaupt noch hören, Alter, wie laut das ist? Boah, ich würde so gern wissen, wie das... Oh mein Gott, Alter. Leute, ist das laut. Ich halte mal den Acra dran. Naja, viel passiert da jetzt nicht. Folgender Plan, ich lasse die Karre jetzt ein bisschen warm laufen, habe jetzt provisorisch einfach mal den Pott dran gesteckt und wenn die dann ein bisschen wärmer ist, dann mache ich den Pott ab und dann gucken wir mal, wie das Ganze klingt, weil ich glaube, das ist dann richtig brutal, aber die ist jetzt schon so unnormal laut, das ist geisteskrank. Hört mal rein, wie der Pott einfach mal das Ganze dämpft, okay? Hört mal rein, hört mal rein, hört mal rein. Das ist zu schön, Leute, ehrlich. Einfach komplett ungedämpft. Hey, hey, hört mal, wie laut das ist. Laut. Habe ich euch schon gesagt, wie geil die Karre aussieht eigentlich? Ohne Pott? Das sieht ja mal so heftig nice aus. Jetzt habe ich richtig Bock, eine Runde zu fahren, Leute. Shit. So klingt das auch sehr geil, aber es ist halt nicht mal annähernd so laut, ne? Ja, lass mich nur ein bisschen warm laufen. So, es wird Zeit, ein bisschen Spaß zu haben, würde ich sagen. Straight Pipe, Baby! Oh mein Gott! Alles klar. Oh mein Gott! Meine Nachbarn müssen mich hassen, Alter. Okay, Leute, mein Herz, ich schwör's euch, ich halte das nicht aus, das ist zu laut, Alter. Ich kann das keinem antun, Junge, meine armen Nachbarn. Ja, war sehr geil, war eine geile Experience. Also, wenn man damit auf der Straße so fahren würde, Alter, RIP. Ich schwör's euch, einfach nur RIP.
Ich baue jetzt den Shark wieder dran, weil ich würde jetzt gerne gleich zum Skatepark fahren und ich habe Bock mit dem Motorrad zu fahren. Also ja, machen wir das einfach mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Zuschauen hier. Und mein Gott, die sieht so geil aus, Alter. Die stand jetzt locker 3 Wochen unter der Haube und ja, war viel unterwegs, musste viel arbeiten und so. Habe auch jetzt, glaube ich, auf YouTube 1 oder 2 Wochen nichts gepostet, was ein bisschen blöd ist. Aber ich versuche dran zu arbeiten und ja, vielleicht schaffen wir es ja noch dieses Jahr 1000 Abonnenten zu hitten. Von daher abonniert den Kanal, falls ihr es nicht schon getan habt. Lasst ein Like da, kommentiert gerne unten in die Kommentarbox. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, euer Mario. Ciao.